17. Januar 2036. Hier sind die Pro Bono Nachrichten. Im Studio heute Nils Baumnusser. Willkommen bei den Pro Bono Nachrichten. Wie jedes Jahr zum Gedenken der Terroropfer von Paris trafen sich die europäischen Innenminister in Frankreichs Hauptstadt, um über die Sicherheit in Europa zu diskutieren. Damals starben 130 Menschen bei koordinierten Terroranschlägen im Pariser Stadtzentrum. Zu den Taten bekannte sich der sogenannte Islamische Staat. Uns zugeschaltet ist nun der deutsche Innenminister Omar Bin Rashid. Guten Abend, Herr Bin Rashid. Guten Abend, Herr Baumnusser. Sie waren vor den Gesprächen mit Ihren europäischen Kollegen zuversichtlich, dass Sie Ihre Forderung, auch die letzten 200 Flüchtlinge aus Europa ausweisen zu lassen, durchbringen werden. Wie ist da der aktuelle Stand? Herr Baumnusser, ein Teil der Antwort würde die Bevölkerung nur verunsichern. Wir sind jedoch auf bestem Wege, auch die letzten 200 Flüchtlinge aus Europa auszuweisen, um die absolute Sicherheit in Europa zu gewährleisten. Herr Bin Rashid, Sie sind ja selbst 2015 als Flüchtling von Syrien nach Deutschland eingereist. Flüchtlingsbefürworter kritisieren Sie dafür, dass Sie seit dem Amtsantritt 3 Millionen Flüchtlinge aus Deutschland abgeschoben haben. Wie stimmt das mit Ihrer Politik überein? Zuerst einmal ist meine Politik in diesem Punkt alternativlos. Ich habe die volle Rückendeckung meiner Partei. Beim letzten Parteitag habe ich eine extrem hohe Resonanz und Standing Ovations von meiner Partei erfahren. Übrigens, die Wurst beim letzten Parteitag war echt das Beste, was ich jemals gegessen habe. Das war bestimmt ein Brutzler. Mann, war das eine Wurst. Bitte beantworten Sie meine Frage, Herr Minister. Sie sind selbst 2015 als Flüchtling nach Deutschland eingereist. Wie deckt sich das mit Ihrer Flüchtlingspolitik? Herr Baumnusser, diese Frage beantworte ich gerade. Bitte haben Sie doch etwas Geduld. Das ist wieder typisch pro bono, ne? Wissen Sie was? Ich habe gar keine Zeit dafür. Ich werde jetzt mit kompetenten Menschen darüber reden, ja? Herr Bin Rashid, bitte bleiben Sie im Bild. Haben wir eigentlich noch Brutzler da? Dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt weitere Nachrichten im Kurzüberblick. Athen. Die Walt Disney Company hat heute bestätigt, dass sie das insolvente Griechenland kaufen werden. Das verschuldete Land stand zuletzt auf eBay zum Verkauf. Bei der Auktion setzte sich die Disney Company gegenüber der FIFA und Walmart durch. Der Konzern möchte das Land nutzen, um einen weiteren Freizeitpark zu bauen. Berlin. Der Flughafen Berlin-Brandenburg wird voraussichtlich nächstes Jahr eröffnen. Nach erneuten Verzögerungen kann der Flughafen nun wahrscheinlich im Frühjahr 2037 ans Netz gehen, verkündete Verkehrsminister Marco Reus. Washington. US-Präsident Kanye West hat die US Army neu eingekleidet. Die neue Kollektion wurde von First Lady Kim Kardashian mitentworfen. Statt dem üblichen Tarnungsmuster in der Farbreihenfolge braun-grün-beige trägt die Army ab sofort grün-braun-ocker. Weitere Farbänderungen, unter anderem für den Helm, sind angekündigt. Seitdem die Korruption im Fußball durch die FIFA im Jahr 2022 legalisiert wurde, gibt es nun den ersten großen Skandal. Ein Spiel des Bundesligisten FC Remscheid, das eigentlich hätte 2:1 ausgehen müssen, ging plötzlich 3:1 aus. Und das wird große Konsequenzen haben, kündigte die FIFA-Ethikkommission an. Denn, so wörtlich, Korruption gehört einfach zum Fußball. Nick Peters berichtet. Es sollte ein ganz normaler Sonntagnachmittag werden. Heimspiel für den Bundesligisten FC Remscheid gegen den absteigenden 1. FC Wülfrath. Das Kellerduell im Röntgenstadion wurde als ein knappes Derby geplant, mit vielen Torraumszenen und einem spektakulären Platzverweis, auf den sich bereits alle Zuschauer freuten. Doch stattdessen kam an diesem Spieltag alles anders. Der FC Remscheid schoss ein Tor mehr als vorgesehen. Schuld daran waren 3 Spieler der Röntgenstädter. Und das könnte vereinsinterne Konsequenzen haben, wie Trainer Thorsten Legert ankündigte. Ich bin immer noch am Rätseln, jetzt nach dem Spiel. Es ist einfach fatal, ja, wie einige Leute die Mannschaft jedes Mal strafen durch Undiszipliniertheiten. Es werden aus dieser Mannschaft 3 Mann absolut suspendiert. Der als kommende Nationaltrainer gehandelte Coach machte diese Forderung auch von seiner eigenen Zukunft im Verein abhängig. Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder ein Thorsten Legert geht oder die 3 Spieler gehen. Weil das ist ein Virus, das ist ein Bacillus. Und sie stören einfach nur das Gefüge mit Undiszipliniertenheiten und Stänkern. Dicke Luft herrschte an diesen Tagen in Remscheid. Dabei gab es bis zur Pause von einem Skandal dieses Ausmaßes keine Anzeichen. So hatte der abgestellte FIFA-Ethikkommissar Wolfgang Wuppe bis zur Halbzeit noch nichts zu beanstanden. Also
1-0 ist gut, dass 1-0 steht. Wir haben alles unter Kontrolle im Moment. Und zweite Halbzeit, dann da 2-1 für Remscheid wird schon gut gehen. So wie es sein soll. Auch die Fans hatten bis zu diesem Zeitpunkt den vorgesehenen Spaß am Spiel. Erstmal treffe ich hier meine Kumpels immer. Der Glühwein schmeckt, die Würstchen sind super. Ist alles in Ordnung. Ja. Und hier können wir mal saufen, zu Hause dürfen. Und hier haben wir immer unsere Frauen am Hals. Ja, vor allen Dingen, wir haben ja auch nur eine Chance. Wir können das Spiel schön trinken. Schön saufen musste man sich das Spiel spätestens nach dieser unerwarteten Entscheidung, als der Schiedsrichter anstatt einer roten Karte nur eine gelbe Karte zeigte. An der Seite reagierte man dementsprechend brüskiert. Der Schiri ist ein Eierkopf, der gibt es überhaupt. Das Spiel geriet dann völlig außer Kontrolle. Auch die Wülfrater wollten nach dem 3:1 noch unplanmäßige Tore erzielen. Gut, dass hier die Latte ein illegales Tor verhinderte. Nach dem Schlusspfiff waren alle bedient. Es gab viel Gesprächsbedarf im Stadion. War das der letzte Auftritt unter der Regie des Star-Trainers? Und das nehme ich mir wirklich zum Herzen. Und da muss der Verein reagieren, weil ich mache das so nicht mehr mit hier. Ob die FIFA-Ethikkommission das noch so mitmacht, ist fraglich. Dieses Spiel wirft zumindest einen großen Schatten auf unseren geliebten, korrupten Fußball. Und auch beim Wetter droht ein Donnerwetter. Denn es sind schlimme Stürme angesagt, Julian Schäpertens. Ganz genau, schon heute Abend erreicht uns ein schwerer Hurrikan. Der deutsche Wetterdienst ruft alle Menschen zu panischen Kommentaren in sozialen Netzwerken auf. Morgen legt sich der Sturm aber wieder und uns erwarten wieder gemäßigte Temperaturen von bis zu 56 Grad in, 56 Grad in ganz Deutschland. Gegen Abend können wieder vereinzelte Schauer aufziehen, die sich über dem Meer entwickeln, wo früher Holland war. Kommen Sie gut durch den Hurrikan. Ja, sag mal, was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße?